Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, heute wollen wir noch einmal einen Rückblick auf die apostolische Reise nach Brasilien werfen. Der Besuch begann mit einem Halt in Aparecida, dem bedeutendsten Wallfahrtsort Brasiliens. Das Gnadenbild unserer lieben Frau Aparecida hat den Papst dann bei allen weiteren Etappen des Weltjugendtags begleitet. Drei Schlagworte fassen die Eindrücke dieses Ereignisses zusammen: Empfang, Fest, Mission. Mit einem überaus liebenswürdigen Empfang wurden die vielen tausend Jugendlichen aus aller Welt aufgenommen. Ein Zeichen der wahren Großherzigkeit der Gastgeber. Die Atmosphäre eines Festes prägte diese Tage. Es war ein Ausdruck für die echte Gemeinschaft und die Freundschaft untereinander. Das Motto des Weltjugendtags, geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern, weist auf das eigentliche Ziel dieser Feier hin, den Aufbruch zur Mission. Aber nur mit Christus können wir das Evangelium zu den Menschen bringen. Nur mit ihm können wir Hoffnung für unsere Mitmenschen sein, Spaltungen überwinden und Zeugen von Gottes Barmherzigkeit werden. Nun folgt eine kurze Ansprache des Heiligen Vaters in italienischer Sprache an die deutschsprachigen Pilger und Besucher. Saluto del cuore tutti i fratelli e sorelle di lingua tedesca, in particolare i pellegrini venuti in bicicletta in occasione del 50° anniversario della canonizzazione di San Vincenzo Palotti e i giovani del gruppo Treffpunkt Benedikt di Kremsmünster in Austria. Lo Spirito Santo vi accompagna sempre sul vostro cammino. Der Heilige Vater hat die Anwesenden mit folgenden Worten begrüßt. Von Herzen grüße ich alle Brüder und Schwestern deutscher Sprache, besonders die Fahrradpilger anlässlich des 50-jährigen Jahrestags der Heiligsprechung von Vinzenz Palotti und die Jugendlichen des Treffpunkts Benedikt aus Kremsmünster in Österreich. Der Heilige Geist geleite euch stets auf allen euren Wegen.